Das mit dem Winter nervt so ab. Wir können ihn schnell überspringen. Ich glaube, das sollten wir machen. Ja. Dann alle zum Bett. Und viel schlafen. Aber ganz oft pennen, oder was? Ja. Na dann. Außerdem ist ausgepatcht, was ich jetzt nicht glaube. Bitte? Außerdem ist ausgepatcht, dass es nicht funktioniert, aber was ich nicht glaube, dass es passt. Man es nicht machen kann. Da speichern und schlafen gehen. Schauen, ob es immer noch Schnee liegt. Mir egal, ich gehe nochmal pennen, weil es regnet. Ja. Allein weil es regnet. Aber ich glaube, es sah schon mal gut aus. Deshalb, ich habe keinen Schnee gesehen. Na gut, Regen, ne? Ja, aber kein Schnee mehr. Das stimmt. Könnte jetzt regnerischer Frühling sein. Esse ich noch schnell was? Nur noch trinken. So. Ein. Zwei. Drei. Die Fackel ist null. Die Feuerwehr-Axt würde ich trotzdem auf drei legen. Die Armbrust acht legen. Schaufel auf die neun. Acht. Ja, ich werde fertig. Gut. Komm, ich komme sofort. Nein. Ich habe heute im Mediamarkt nochmal 120 Euro ausgegeben. Nur für einen Controller. Ja. Deswegen habe ich schon geschnappt. Ich habe mal einen billigen Controller. Ja. Also wie gesagt, mein Xbox One Controller, der originale, der hat gut gehalten. Der funktioniert ja auch noch, nur der hat ein bisschen Delay, wenn ich das Steuerkreuz runterdrücke. Dann habe ich mir gedacht, wenn sowieso ein neuer Controller 80 Euro kosten soll, da kann ich mir auch den Elite für 120 kaufen. Und vor allem passte der, hatten die keinen normalen Controller in weiß. Ja, ich ziehe das jetzt wirklich durch. Wird nur noch, dass ich mir eine neue Grafikkarte der 40er Serie hole, die auch in weiß ist. Warte mal. Genau, das grüne Ding hier. Müsste es sein. Vergessen zu trinken? Anscheinend. Also, wie zurück kannst du jetzt gleich links auch an den Fluss gehen. Oder unser Ziel ist auch gleich im Fluss dran. Ja, ist auch egal jetzt. Kannst du deine Flasche wieder auffüllen, meine ich halt. Das ist das Richtige. Ich meine aber ja. Also da, wo der erste 3D-Drucker halt ist, ne? Ich gehe mal rein und schau nach.
Aber ich meine, das wäre der gewesen. Auf jeden Fall, da dreht sogar. Gut, dann ist es das Richtige. Und ich kann ja mal nachschauen, ob hier irgendwas nachgefüllt wurde. Nein, kann gleich links abbiegen. Ich habe aber noch was. Weißt du, wenn ich was ihr drucken wollt, weil ich habe eigentlich mehr genug. Ja, ich denke, bin ich gleich auch weitergegangen jetzt. Ich mache nochmal eine Tech-Rüstung. Also mir fehlen jetzt noch zwei Sachen zum... Habt ihr voll? Na, dann mach ich mir nochmal eine Tech-Rüstung. Ja, ich hab voll. Und ich habe jetzt noch eine Tech-Rüstung übrig, aber die kann ich nicht bauen. Bei mir liegt's nur... Ich weiß nicht, wie es beim Justin ist. Eine kann ich noch bauen. Brauchst du die, Justin, oder ist dein Rüstungsbalken voll? Weil ich könnte sie noch gebrauchen. Hast du das Laservisier her? Ja, dann habe ich jetzt irgendwie gefunden. Also, hast du die? Habe ich vielleicht irgendwo aufgehoben. Schau mal in deiner schwarzen Tasse nach, vielleicht hast du da was. Also, ne, jetzt habe ich wahrscheinlich vergessen. Ich habe nur den Aufsatz. Ich habe es irgendwo gefunden. Ja, ist egal. Ich habe auch noch. Stimmt, ich habe noch was anderes, was ich noch drauf machen könnte. Absatz. Waffenaufsatz und Taschenlampenmod, glaube ich. Die habe ich halt vergessen in der einen Höhle. Ja, die habe ich. Ja, ist egal, passt schon. Ich habe dich gefragt, Justin, ob du noch Rüstung brauchst. Jetzt habe ich meine Taschenlampe an einer Pistole dran. Oh, ich habe noch Knochenrüstung. Hast du mir Knochenrüstung gegeben? Ja, ich habe dir 4 Knochenrüstung, 3 Stück gegeben. Okay. Dankeschön. Gut, dann habe ich alles, was ich brauche. Jetzt gehen wir weiter. Ich glaube, das ist auch das Letzte, ne? Aber wo ist denn der Compoundbogen? Irgendwo gab es einen Compoundbogen. Justin? Kommst du? Justin? Jetzt. Mutant. Ich warte immer, bis jemand anders schon angefangen hat. Yep. Ist aber ein schöner Trainingsraum hier. Wieder Babys. Aber die ist noch nicht aggressiv. Es ist schlecht. Am besten noch warten mit dem Looten. Ist doch egal. Weil gerade eben, wo wir angegriffen werden, wir gelootet haben.
Trainingsanzug, aha. Tuesday. Wenn schon so wenig sind, kommt auch noch nicht zu schießen. Weiter wie die Jugend ist. Eine Waffe, die muss man benutzen. Hier ist noch ein Schwimmbecken. Ich glaube, da ist, glaube ich, nichts drin. Zimmer angucken. Ja, das schon. Aber looten? Ja, lootet ruhig. Das ist tragisch. Dann schaffen. Also wenn sich so cool, wenn sich so strange wäre mit diesem ganzen Schleimgeschiss. Dann wäre das hier richtig chillig. Nee, sieht aber so aus, als gäbe es hier wirklich nichts mehr. Hier ist noch ein Elektronikgerät für die Elektrorüstung. Was? Elektronikgerät für Elektronik? Warte, ich bin da. Dieses Chipset halt. Ich weiß, also ich habe hier eins rausbekommen. Das ist eigentlich wahrscheinlich auch. Ach so. Oder? Dieses. Platine. Ja. Leitplatine, ja. Braucht man ja für die Rüstung. Nur die Frage, wo wollen wir lang? Oh, ist das chillig hier. Ich glaube, es geht, glaube ich, hier weiter. Egal. Können wir alles angucken. Praktische Hose. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt alles anhab. Guck mal, was da krabbelt. Ja, gegen die haben wir ja schon gekämpft. Na, ich weiß. Ekelhaft. Dann gehen wir mal nach oben. Kennst du das Countern? Also, wenn man schon mal rechtsklick drückt? Nö. Ist mir an sich eigentlich auch relativ wump und wir kommen ja ganz gut klar. Muss ganz ehrlich sagen, machen wir einfach eine WG, Justin. Du, ich, Andi und genau das ist einfach unser Privatpool. Was ist meine Bar? Ich will Gitarre spielen. Naja, lässt er mich nicht. Ich will aber mit der Gitarre spielen. Ernsthaft. Lässt dich nur damit schlagen, nachdem du erstmal nee, am Anfang kommt. Ja. das war wahrscheinlich die Anguck-Animation gewesen, einfach nur. Ich glaube, der hat falsch gespielt mit der Gitarre. Ja gut, wenn du ein paar Mal den Ton nicht falsch triffst, dann... Ja. No to all employees. Miss Puffin. Ah, hier ist eine Karte.
Arnold Grant Karte. Ich glaube, das. Ich glaube, das ist die Gästekarte. Ersatzschalter, wenn ich gleich aufnehmen. Wo ist die Karte? Irgendwo hier habe ich geklickt und dann irgendwann habe ich sie aufgehoben. Ja, hab sie auch. So, Schaufel finden, VIP-Schlüssel, Gästekarte. Letzte Schlüsselkarte findet ihr an der Stelle in der Karte und Lila markiert das. Dort liegt eine Höhle und dann sind drei Tetokoppe von. Folgt ihr dem Hauptangebot, bis ihr zu einer Tür kommt, ihr braucht den neu geöffneten Raum, nehmt ihr die Treppe ohne letzte Keycard. Findet ihr am Ende auf einem. Ja, es ist zwar schön. Wofür brauchen wir die Gästekarte? Weil mit der VIP-Karte konnte ich halt die andere Tür auch öffnen. Ich weiß, es ist einfach nur für Story-Modus oder für Story irgendwas. Unmöglichen Nutzen. Also ich hätte hier wieder Klebeband. Testament? Ich hätte das ja auch. Klebeband, oh ja. Hier rechts den gelben. Gelben. Ich habe wieder 3D-Drucker-Zeug bekommen. Hast du auch Klebeband bekommen? Aber ich weiß eins, nicht, ob das gleich, das gleiche drin ist. Eins habe ich. Gut, na dann. Dann passt's. Aber der Raum ist mehr nicht, glaube ich. Aber womit komme ich dann mit der Gästekarte weiter? Katana finden. Ah, hier ist was. Außerhalb. Ich weiß nicht, ob es vorher schon da war. Oder. Ich mach auf. Lass uns, wir machen was nicht da. Oh, wir kämpfen gerade. Warte, lass uns erst looten. Ja. So, den hier. Links. Oh. Jetzt rechts den. Ja. Mal sehen, wie viel ich gerade habe. Ich habe 8 Stück. Warte, lass mich mal. Zurück zum Thema, lass mich mal. Ich bin weggegangen. Ja, jetzt müsste ich bald sein. Warte, da kommt was. Das hat mich jetzt 3 Rüstungsbalken gekostet. Oder kurz bevor schalt, ich muss leer machen. So. Jossi geht schon mal rein. Ja, ist ja egal, wir haben ja genug. Ja.
Dann lernst du vielleicht nicht alleine einzurennen. Kettensäge! Ich hab keine Ahnung, wohin mit denen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir bei mir fällen. Wie kommst du nur da drauf? So, wir kommen jetzt theoretisch überall rein. Es gibt noch ein geheimes Ende. Und ein Katana. Himmel! Hinter Müll! Ganz genau! Drum Night Dumpster Baby. I'm a Drum Night Dumpster Baby. Noch ein Baby? Frage ist, wo man links? Links oder geradeaus? Musst du es sagen. Geh erstmal nach links. Also in den Kreis gelaufen. Warte mal, ich will das Katana haben. So, Katana bekommen. Die Voraussetzung. Das Katana befindet sich im Spiel in einem der Bunker. Ihr könnt also nicht einfach reinspazieren. Stattdessen braucht die eine der Keycards, die durch die gelingen. Natürlich die Wartungsschlüsselkarte. Befindet ihr am besten in einem der Bunker. Um den Bunker auszugraben, benötigt ihr zuerst einmal die Schaufel. War wahrscheinlich schon vorangekommen. Taschenlampe ist leer. Eine ist noch 42%. Jetzt raus. So schaltet ihr das geheime Ende frei. Bietet aktuell drei verschiedene Möglichkeiten, die Story zu beenden. Zwei davon sind relativ einfach zu erreichen. Ihr müsst euch am Schluss zwischen den beiden Varianten entscheiden. Es gibt noch ein drittes Ende, das viele vielleicht gar nicht kennen. Das liegt daran, dass es einfach zu verpassen ist und ihr dafür schon vor dem Schluss einiges tun müsst. Verstecktes Ende rund um Virginia. Fliegt mit dem Heli weg. Ihr entkommt von der Insel zusammen mit Calvin, falls der noch lebt. Dafür gibt es die Errungenschaft Fight Demons. Bleibt auf der Insel. Schnappt euch wieder den Rucksack und lasst euch den Heli ohne euch davon fliegen. Dafür gibt es dann den Erfolg Fighting Demons. Gibt auch ein drittes Ende. Wenn ihr euch ausreichend mit Virginia angefreundet habt, kann euch die dreiarmige und dreibeinige Mutantin ebenfalls begleiten. Ihr fliegt dann gemeinsam mit ihr im Heli weg und die Cutscene deutet sogar auf eine Art Romanze zwischen euch an. Das entsprechende Achievement heißt Chivalry Not Dead. Holy Shit. Ich habe keine Ahnung, was... Jungs, was macht ihr denn da? Hast du dich wieder mit... Hi, Blubby, grüß dich. Schön, dass du da bist. Trefft Virginia, freundet euch mit ihr an. Sucht Virginias Kleid und gebt es ihr. Findet es in einem Bunker. Baut ihr einen Unterschlupf, zum Beispiel eine simple Hütte samt Schlafplatz. Gebt ihr einen GPS-Tracker. Den findet ihr bei Team B. Hammer. Stattet Virginia mit einer Waffe aus. Pistole oder Shotgun kommt in Frage. Wird Virginia von Kannibalen entführt, müsst ihr sie vor den Fieslingen retten. Oh oh, das ist Wo?
Hier oben. Nein, das ist nur ein. So, ich will mal gucken, ob wir eigentlich alles fertig haben. Ja, da höre ich es doch schon wieder. Du hast gesagt, es gibt eine Karte. Wo gibt es eine? Ach so, du meinst so eine Keycard. War natürlich klar. Die grünen Punkte verschwinden nicht, ne? Diese grünen Punkte sind, glaube ich, unsere Lager, die wir gemacht haben. Nee, 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 nee. Oh, machst du die an? Einen habe ich noch. Die grünen Punkte. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da schon durch sind oder nicht. Ich habe so das Gefühl, da fehlt noch was. Irgendwo fehlt noch ein Compound-Bogen. Habe ich das Gefühl. Da hinten ist sowas ganz Grünes. Da war ich ja noch gar nicht. Ich gehe mal nach ganz nach da hinten. Da ist, aber was, da ist noch ein grüner Punkt. Weiß nicht, ob wir da schon waren. Ich glaube... sind auf jeden Fall vier. Ich glaube nicht. Weil ich glaube, bei den Höhlen da links, dann sind wir auch, waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Sicher? Ja, weil schon weit hinter der. Das ist fast hinter dem Berg, wo wir waren. Das stimmt. Und schon weit ist mir nicht gelaufen bis jetzt. Alter, machen wir das doch, oder? Ich glaube, könnte sein. Eins von beiden, glaube ich, könnte auch das Ende sein. Ja, gehen wir jetzt erstmal zu der Höhle links. Da, die am Wasserfall. Die ist am nächsten. Dann ist das halt so. Bevor wir irgendwas. Das sind zwei Rehe. Ich trink mal was. Gespawnt. Na, du bist noch voll. In dieser Höhle war ich aber, ne? Ja. Hier waren wir. Hier waren wir. Ja, ich bin halt die weiter hinten und dann links. Genau. Wie geht's, wie steht's, Blub? Muss mal gucken, ob es nach der Story weitergeht, weil wenn wir es durchspielen und wir dann nicht mehr weiterspielen können, dann habe ich auch kein Problem damit, mal etwas friedvoller oder entspannter zu machen. Obwohl, wir haben ja schon die ganzen schönen Sachen. Wird auch ärgerlich. Naja, wir könnten eine Wand bauen und dann halt die Zerstörung, dass die die Sachen stören können, ausschalten. Dann setzen wir innen dann eigentlich relativ sicher. Möglich, ja. Natürlich müssen wir, wenn wir rausgehen, noch aufpassen, aber das sollte bei uns eigentlich kein Problem sein. Komm. Nee, da kommt man nicht weiter. Bin zwar runtergefallen, aber ich bin auf die andere Seite gegangen. Es war schön, dass sie überall Animationen reingemacht haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das zieht den ganzen Scheiß nur in die Länge. Ich hoffe, ihr schafft es mir zu folgen. Ich bin ein bisschen über euch. Ich
Prom Night Dumpster Baby. I'm a Prom Night Dumpster Baby. Nur, dass sie da rankommen. Hey,